sie jetzt sind, ist das Resultat der Vergangenheit. Und morgen oder tausendmal morgen ist die Zukunft. Und die Zukunft ist das, was sie jetzt sind. Die Zukunft ist also jetzt. Im Jetzt ist alle Zeit enthalten. Auch das ist eine Tatsache, keine Theorie. Was sie sind, ist das Resultat der Vergangenheit. Und was sie morgen sein werden, ist das, was sie jetzt sind. Wenn ich jetzt gewalttätig bin, werde ich auch morgen gewalttätig sein. Das Morgen ist daher im Jetzt enthalten, in der Gegenwart. Es sei denn, ich führe eine radikale, grundlegende Wandlung herbei, sonst werde ich das sein, was ich gewesen bin.